gibt es so viele Kleinigkeiten da draußen, die kriegen direkt Steifwände sehen und that's on period, I mean. Also ich habe mehr mit Puppen gespielt, statt mit Autos oder ich habe mehr mit Schminke oder mit rosene Sachen gespielt damals, da was eher Mädels mögen. Und deswegen hatte ich auch voll viele Freundinnen. Ich hatte fast keine Freunde, ich hatte nur Freundinnen. Und optisch eine Frau, das ist genau das, was ich damit meinte. Ich liebe einfach das Frausein und davor war es ja so, ich hatte ja so Basic-Fotos von mir gehabt, da wo ich halt unbearbeitet aussah. Und das hat dann, ist dann einfach nicht viral gegangen, weil das hat, ich hatte nichts im Gesicht. Ja, meine Freunde, was kann willkommen zu einem neuen heute mit Queen Drama. Heute machen Yeah, wir Hater-Fragen, Freunde. Heute machen wir Hater-Fragen, Freunde. Nehmen jetzt meinen Schwager. Geht's ja, Bruder. Hallo, alles gut. Auf jeden Fall, Freunde, heute lesen wir Hater-Fragen an Queen Drama und wir wollen Reaktionen von Queen Drama sehen. Queen Drama, wir erhoffen eine gute Reaktion von dir. Ne? Ja. Sollen wir so langsam anfangen? Ja, kann machen. Erste Frage. Die weiß nicht mal, was Abitur ist. Das ist doch keine Frage, oder? Was? Du weißt nicht, was Was? Warte, Abitur ist. ich hab nicht die Frage verstanden. Du weißt nicht, was Abitur ist. Ach so. Ach so. Ich hatte ja so eine Fragerunde gestellt, stimmt. Nee, also ich sag ehrlich, ist ja was Normales. Ich meine, jeder kann ja nicht mal wissen, was was ist. Ich weiß hauptsächlich nicht, was Abitur ist. So, also das ist halt damit gemeint, ob das beruflich ist oder ob das schulisch ist. Also was ist das eigentlich so? Weißt du, ich meine, welche Fächer hat man? Wie sieht es aus? Ich weiß ja gar nicht. Also ich war ja nicht mal in so einem Ort gewesen. So. Also, Ist es Uni? Ist es Gymnasium? Ich weiß es ja nicht. auf jeden Fall, mein Schwager neben mir hat Abitur gemacht. Oder erklär mal, was Abitur ist. Abitur ist eine allgemeine Hochschulreife. Damit kannst du an der Uni studieren. Ist in der Schule, meistens auf dem Gymnasium oder auch auf Okay. der Gesamtschule. Also Und ist es Gymnasium und Gesamtschule, so, ne? ja, aber halt die Oberstufe, die 12. und Ah, 13. okay. Bei Okay, verstehe. 2 Jahre. Einen so. Okay. Und es gibt auch Fachabitur. Weißt du, was Fachabitur ist? Ja, es gibt so viele Namen, die kenne ich wirklich gar nicht. Also Abitur ist höchste Stufe, was man erreichen kann. Ne? Schulisch. Schulisch, Schulisch. genau. Und Fachabitur ist das zweithöchste, was du in Deutschland erreichen kannst, schulisch. Und damit, also mit Fachabitur kannst du zum Beispiel nicht Lehramt studieren, kannst nicht Jura studieren, kannst nicht Anwalt werden. Ne? Und damit Okay. Abitur kannst du sowas studieren wie Jura, Lehramt, sowas, weißt du? An der Uni halt. Halt an Verstehe. gut, ganz genau. Nächste Frage ist auf jeden Fall, Ja. wieso tut es in Videos immer auf Arm, aber auf Insta ist es ganz anders? Wie? Du sollst also in den Videos einen auf Arm, also als armer Mensch tun Ach und so, aha. in Real Life, also auf Instagram bist du halt also reich. Also ganz anders. Ganz anders. Ach so, ah, checke. Was soll ich darauf antworten? Ich meine, ich sag, ich. Ach so, der meint wahrscheinlich, dass ich so einen auf Tour, ne? So einen auf Reichtour oder so. Ah ja, gut, das tun ja jeder von uns. Ich meine, es gibt ja so viele Kanex da draußen, die Fake-Gucci-Sachen tragen und danach so einen auf Tour, das wäre richtig geil, original und so, ein paar Chayas klären. Ich meine, das ist doch jeder bei uns so. Du hast auch so Fake Gucci oder war das Original Ja, gemacht? habe ich auch. Warte. Ah, warte, ganz kurz. Hier. Ah, Wow. Scheiße. Sorry. Woher hast du das? Ganz, Moment, ganz kurz. Genau hier. Woher hast du das? Ja, das habe ich von seinem Freund gekriegt. War voll geil. Aber ich musste halt dafür zahlen und das hat schon so. Es war ja nicht nur das, also der oder der, die das kennt, allein, es gab noch 2 Taschen noch dazu und so ein Louis Vuitton Portemonnaie. Und ich musste so 90 Euro zu zahlen. Also nicht musste, aber ich meine, ja. 90 Euro für die drei Sachen. Ja, der hat halt verkauft, weißt du. Und ich war halt so dumm und ich war naiv. Ich sage ehrlich, ich war naiv. Er hat mich nicht verarscht, aber das allein schon 90 Euro war schon viel, ja. Also das alle sind ja alle Fakes. Das kostet ja nicht mal so eine 25 oder so. Das kostet bestimmt safe noch billiger. Nur da kostet 5 bis 6 Euro in der Türkei. Safe, safe ist so. Ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber der hat mich so etwas verarscht. Also ich weiß es nicht, aber ja. Du hast gesagt, komm, das sieht schön aus, ich hole mir das mal, oder wie? Aber steht hier auch. Ich habe auch letztens in Frankfurt gesehen, da steht hier voll. Dankeschön. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Wie läuft es mit den Boys?
Also es gibt so viele Jungs, die mich auf Insta anschreiben. Also ich wurde ja früher immer oft gemobbt und so, allein wegen meiner Sexualität oder kein Plan wegen meinem Übergewicht, kein Plan. Aber jetzt gibt es so viele Kanex da draußen, die kriegen direkt Steifwände bestehen und that's on period, I mean. Deswegen. Ja. Also ich stehe dazu. Also sagst du, dass du mit vielen Jungs so Kontakt hast oder wie? Oder ja, sehr. Mhm. Und wie reagieren deine Eltern darauf? Also wissen die davon oder? Die wissen es nicht. Wenn sie wissen würden, dann wäre es erstmal papp, ne? Ja, ich glaube schon. Also meine persönliche Frage, wie läuft dein Bayram ab? Also zuallererst Bayram Badegossen? Also ja, genau, Bayram Badegossen. Meins bei Ramazan oder meins so nach der Ramazan? Also Bayram halt. Fest. Ach so. Nach der Ramadan, okay. Da haben wir eigentlich nur gefrühstückt. Mehr war es eigentlich auch gar nicht. Also war nur so mit Familie, aber es war ganz kurz. Und wir haben dann war halt so, du warst ja mit deiner Familie, haben die irgendwas gemeint? Weil du warst ja mit deiner richtigen Familie so unterwegs gewesen. So. Mhm. Haben die auch wegen deinem Aussehen, wegen deinen YouTube-Videos oder irgendwas? Achso, du meinst, als ob meine Eltern diese, wie sagt man das, meine Videos angeschaut haben, das meinst du? Genau. Achso, ja, also ja schon. Also wir haben schon so ein bisschen kritisiert, ja. Auch am Bayram oder was? Also am Bayram jetzt nicht, aber allgemein sind die halt so. Also die gucken schon so und denken so, okay, du bist doch ein Mann. Ich meine, werd doch keine Frau, so dies, das, ja. Du kannst auch sagen, ich werde keine Frau. Ich bin einfach andere, also ich stehe auf ja, andere. Eben, ich bin ja auch ein Mann, nur ich mag einfach das Frau sein. Also ich liebe das. Einfach sich so schminken, einfach mal so anders zu sein. Also nicht, dass ich mich jetzt als biologisch so fühle, sondern einfach nur optisch. Also das, wie sagt man das? Also das einfach nur so als Rolle zu spielen. Also ich liebe das wirklich als Frau, mich zu zeigen so. So. Und wie nennt man das? Wirst du krass von den Leuten kritisiert? Weil du hast mir mal erzählt gehabt, dass du, wo du Kind warst, weißt du noch, wo wir in Frankfurt waren, du hast mir gesagt gehabt, wo du Kind warst, hast viel mit so Puppen gespielt und so. Ja. Wann hat das angefangen? Also, na, was denn? Dass du gemerkt hast, dass du auch auf Mädchensachen stehst, sozusagen. Wann ich das gemerkt habe, das war schon bei meinen Kindergartenzeiten so. Also ich habe mehr mit Puppen gespielt, statt mit Autos. Oder ich habe mehr mit Schminke oder mit rosene Sachen gespielt damals, da was eher Mädels mögen. Und deswegen hatte ich auch voll viele Freundinnen. Ich hatte fast keine Freunde, ich hatte nur noch Freundinnen. Weil die Mädels haben mich einfach verstanden, haben mich einfach so aufgenommen, wie ich bin. Und dadurch hat sich das einfach so entwickelt. Also, ja. Deswegen ist es halt immer so, von den draußen her, in der Öffentlichkeit sieht man mich ja eher als eine Weib statt, also statt männlich. Deswegen gibt es so viele Frauen, die mich dann so sehen und die wissen dann, okay, ich werde betrügt. Ich werde belästigt und dann sagen die halt immer so, ey, lass den mal in Ruhe und so, wie ist das? Also gibt es schon so Leute, wenn es Frauen betrifft, dass die schon zu Hilfe rennen, ja, wenn die sehen, dass einer belästigt wird, so. Also würdest du auch zum Beispiel, ey, stimmt, das wollte ich auch mal fragen, in der EZB, ne? Weißt du, wo wir in der EZB in Frankfurt waren, ne? Genau. Da wurde es auch richtig belästigt von den Leuten, ne? Richtig krass belästigt. Das war von Sonja gewesen. Das war so, ich will auch nicht natürlich schlecht reden oder so. Es war so, dass sie war ja betrunken, die war auch angetrunken, also sie hatte schon so Wodka-Dings-Dabums-Dose oder Flasche in Hand. Und wie sagt man das, Rille oder so, ne? Also ich kenne mich damit gar nicht aus. Betrunken. Genau so. Und sie hatte noch eine Freundin, aber sie war voll eine ekelhafte Person. Ich hasse die voll. Ich weiß nicht, Chantal heißt die oder so. Und wie gesagt, das waren so, die hatte ein Handy in der Hand. Und aus Versehen ist meine Hand so gerutscht auf ihren Hand oder so. Ich weiß, mein Deutsch kackt richtig auf, sorry. Genau, es tut mir leid, wenn mein Deutsch wirklich sehr, sehr schlecht ist. Ne? Ich stehe dazu zwar, aber es tut mir wirklich leid. Warte, bist du auch wegen deinem Deutsch oft gemobbt? Sehr, sehr, sehr oft.